liebe Freunde. Schön, dass ihr da seid. Das ist meine Küche. Und das ist die Kochsendung von Hello Kitty. Kuromi kennt einen genialen Trick, mit dem ihr aus euren Keksen in der Speisekammer ganz schnell einen fluffigen Kuchen zaubern könnt. Heute werden wir ihn gemeinsam zubereiten. Kuromis schneller Kekskuchen ist ein echter Schokoladengenuss. Zutaten: 350 Gramm Kakaokekse, 370 Milliliter Milch, 2 Teelöffel Backpulver, Sprühsahne, rosafarbene Lebensmittelfarbe, kleine Kugeln aus rosafarbener Zuckerpaste, Puderzucker. Küchenutensilien: Aufgeht. Wir nehmen die Kuchenform und gießen unseren Teig hinein. Wir backen unseren Kuchen etwa 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Wenn der Kuchen fertig ist, nehmen wir ihn aus dem Backofen und lassen ihn abkühlen. Jetzt ist er bereit zu verzieren. Die Datei aus, die ihr in der Videobeschreibung findet. Und schneiden den Kragen von Kuromi aus. Jetzt legen wir das Teil mit dem ausgeschnittenen Dreiecken auf den Kuchen. Wir bestreuen den Rest des Kuchens mit Puderzucker und entfernen unsere Schablone. Und schon haben wir die Form des Kragens gemacht. Zum Abschluss nehmen wir die kleinen Kugeln aus der rosafarbenen Zuckerpaste und setzen eine auf jede Spitze. Genau so. Jetzt bleibt uns nur noch, diesen schnellen und genialen Kuchen zu genießen. Und werdet ihr dem Tipp von Kuromi folgen? Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Klickt auf Gefällt mir und teilt das Video mit euren Freunden. Verfolgt meine Abenteuer und die meiner Freunde auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal!